Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das spontanste Video überhaupt auf meinem Kanal. Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass dieses Video so früh entsteht, denn ich habe nicht mit dem Paket heute gerechnet und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich dieses Paket überhaupt schon hätte öffnen dürfen, geschweige denn es zu zeigen. Auf der anderen Seite lasse ich mich gerne von einem Multimillionen-Dollar-Konzern verklagen, damit ihr heute den hottesten Tee, den es aktuell in der Beauty-Welt gibt, zuerst seht. Ich habe eben geguckt. Stand heute, Freitag, der 17. Juli um 13.57 Uhr, ihr seht das Video heute Abend, gibt es kein einziges Video zu diesen Produkten. Und ich bin richtig gespannt. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Es geht heute um die neuen Produkte von Becker. Und vielleicht habt ihr es bei Trendmood gesehen. Becker hat sich gedacht, okay, wir kommen von unserem Champagne Pop endlich weg und bringen etwas Innovatives raus. Und sie haben eine durchsichtige Foundation rausgebracht. Alleine dieses Wort, ich kriege Angst, ich habe Hoffnung, ich freue mich riesig. Falls ihr neu seid, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und Teil der Giacomo Army werdet. Ich lade dreimal die Woche hoch, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr. Und jetzt, Freunde, geht's los. Pass auf, ich erkläre euch erstmal den Tee. Das ist so ein bisschen unstrukturiert jetzt, weil ich nicht weiß, ich habe halt gar nicht damit gerechnet. Es kam ein Paket heute und Becker hat zwei neue Produkte angekündigt, die, Achtung, die Becker Zero Kollektion sind. Ich habe hier so ein paar Flyer von denen bekommen, ich zeige es euch auch gleich. Das ist nämlich die No Pigment Kollektion und da sind zwei Produkte mit drin. Das ist einmal das Becker Zero No Pigment Virtual Foundation, eine virtuelle Foundation, und wir haben ein Face Gloss, No Pigment Glass Highlighter for Face and Lips. Und ich habe das gesehen und dachte, wow, sowas gab es noch nicht. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Das ist jetzt First Impression hier. Ich zeige euch ganz kurz, was ich hier einmal bekommen habe. Es gibt einmal die No Pigment Virtual Foundation. Das ist Make-up und Skincare zusammen, die keine Pigmente hat, also nicht pigmentiert, die Haut ausgleichen soll, den ganzen Tag mit Feuchtigkeit versorgen soll und Anti-Shine, also Oil Control, so ein bisschen mit drin haben soll. Das Spannende ist, hier sind keine synthetischen Duftstoffe drin, keine Silikone, kein Alkohol, kein Mineralöl, cruelty-free und vegan. Wow, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Das Einzige, was mich so ein bisschen erkennt mich. Ich bin full Coverage Queen hier. Ja, und dann kommt eine Marke um die Ecke und sagt, denkst du, Puppe, wir haben keine Pigmente mehr in der Foundation. Ich habe mir überlegt, dass wir für dieses Video das so ein bisschen anders machen. Ihr seht, meine Haut ist im Moment so ein bisschen wild. Ich habe schon so ein bisschen Color Correction unter den Augen gemacht, damit ich einfach nicht aussehe, als wäre ich seit 3 Wochen lang nicht mehr an meinem Schlafzimmer vorbeigegangen. Ich habe hier so ein paar Unreinheiten. Ich habe Gott sei Dank auf beiden Seiten ich habe Gott sei Dank zwei Seiten Gesicht, aber auf beiden Seiten so Unebenheiten. Wir werden jetzt erstmal die eine Seite machen. Und dann lasse ich die andere Seite mal da, dass ihr sehen könnt, wie der Unterschied ist. Vielleicht sehen wir ja gar keinen Unterschied. Was ich sehr, sehr toll finde, ist, dass auf der Karte hier auch ein Boy ist. Finde ich super, dass Becker an sowas gedacht hat. Wir haben, also allein schon in diesen beiden Karten steckt sehr viel Diversität. I'm living for that. Und das ganze Thema mit, wir haben keine Shade Range für dunkle Häute oder helle Häute, hat sich damit ja dann vermutlich gelöst. Ich weiß noch nicht, was die Sachen kosten. Ich habe hier nur draufstehen, dass die Produkte globally, also weltweit, am 17. Juli bei Cult Beauty, am 31. Juli bei allen UK-Retailers sind und ab Mitte August bei allen EU-Retailern Sephora sind. Also ihr könnt die Produkte ab 17. Juli bei Cult Beauty schon bestellen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch keine Videos. Dieses Töpfchen hier ist sehr süß. Packaging super süß, super schlicht. Hier steht Zero drauf, No Pigment Virtual Foundation. Dieses Virtual macht mich so noch so ein bisschen, was ist eine virtuelle Foundation? Angeblich soll man die virtuell nicht sichtbar. Gut, dass mein Leben 80% virtuell ist, aber vom restlichen
Ja, von der restlichen Welt nicht. Ach, Freunde, ich bin so durch. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das kommt in einem sehr, sehr hochwertigen Glasziegel mit gefrostetem Glas. Hier oben steht einmal Bäcker noch mit drauf. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Hier ist noch so eine Schutzklappe und hier ist so ein kleiner Spatel mit drauf. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal mit meinem Spatel rein. Das ist so eine durchsichtige Mousse. Und die setze ich mir jetzt erstmal hier hin. Freunde, ich habe keine Ahnung. Ist das die Revolution? Finger sind sauber. Und ich verteile mir das Ganze jetzt mal. Es ist sehr mousig. Okay. Es ist sehr kühl im Gesicht. Es fühlt sich sehr, sehr feucht an am Finger. Ich bin so doof. Ich probiere es einfach aufzubauen, aber da gibt es ja nichts zum Aufbauen. Okay, ich hole euch ein Stückchen heran, sonst könnt ihr das nicht sehen. Gott sei Dank habe ich eine sehr, sehr hochauflösende Kamera. Also, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist ganz verrückt. Ich finde, in der Kamera sieht es gerade ganz, ganz furchtbar aus. Das wirkt so, als hätte es eine Deckkraft bekommen. Ich glaube, also vielleicht könnte ich hier so an den Poren so einen kleinen Unterschied sehen. Aber also ich weiß, in welche Richtung Sie gehen wollten, weil es sieht schon etwas softer und gleichmäßiger im Real Life aus, als es jetzt in der Kamera aussieht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach, weil das Licht so ein bisschen diffus. Ich mache es jetzt nochmal auf der anderen Seite und hier ein bisschen weniger. Und ihr seht ja sofort, dass es mattiert und die Hautoberfläche so ein bisschen diffus. Ich habe hier unter den Augen, wie gesagt, ein bisschen Concealer, weil abdecken wird es ja nicht. Fliege ich schon wieder von der PR-Liste? Also okay, passt auf. Seht ihr einen Unterschied? Das Einzige, was man sieht, ist, dass es von, also in der Kamera finde ich, die Kamera filmt in 4K. Das ist mehr, als ich sehe sowieso. Also es sieht wirklich, das kommt in der Kamera nicht rüber, sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr gleichmäßig und sehr ebenmäßig. Also sie sieht gut mit Feuchtigkeit versorgt aus. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich dachte, aber das kann gar nicht funktionieren, weil wie kann etwas, was kein Pigment haben soll, abdecken? Aber dadurch, dass es wie so Silikon ist, ihr seht ja, schaut mal, ich baue das jetzt hier so auf, ist es wie dieser Paris-Filter von Instagram. Man sieht schon, dass man etwas im Gesicht hat, jetzt in der Kamera, finde ich. Es ist komisch, euch das jetzt zu erklären, weil ihr seht gerade in der Kamera einen rotköpfigen, mit schlechter Haut, halbwegs nicht geschminkten Typen. Mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Also es sieht sehr matt aus im Gesicht. Und jetzt, wenn sich meine Haut so ein bisschen beruhigt, ist das gar nicht schlecht. Ich vermute, dass das für jemanden ist, der wirklich große Poren hat und einfach kein Make-up tragen möchte, kann man sich das so ein bisschen übers Gesicht geben. Wir haben aber noch was anderes. Wir haben hier diesen Face Gloss. Ich probiere gleich noch was anderes mit euch und zwar packe ich da Foundation drüber, weil das ist ja so ein bisschen wie ein Primer, ein bisschen wie Feuchtigkeitspflege, irgendwie alles so gemischt. Wir haben aber noch diesen Gloss. Das ist der No Pigment Glass Highlighter. Im Prinzip ist es ein Lipgloss, würde ich behaupten. Das Füßchen ist aber riesengroß. Gib mir das jetzt hier mal hin. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Lipgloss. Das fühlt sich ein bisschen an wie das Produkt, was ich jetzt im Gesicht habe, was die Haut so ein bisschen weich zeichnet, aber durchsichtig. Also klar, es ist so ein bisschen glossy hier. Ich verkraft es nicht. Pass auf, Freunde. Also, ihr seht ja, ich habe etwas im Gesicht, aber irgendwie auch nicht. Es fühlt sich wirklich schön auf der Haut an. Ich probiere jetzt aber ein bisschen Foundation rüber zu machen, weil ich kann mir vorstellen, dass das der perfekte Primer ist. Als Foundation nehme ich die L'Oreal Perfect Match Foundation und wir machen erstmal eine halbe Seite. Vielleicht sehen wir einen Unterschied. Ich muss das schon wieder ranholen, Freunde. Ihr kriegt wahrscheinlich genauso einen Drehwurm wie ich gerade, aber stopp.
So, jetzt schaut euch das mal bitte an. Ich liebe, dass ich diese 2000 Euro für diese Kamera ausgegeben habe, damit ihr wirklich alles sehen könnt. Also, meine Haut sieht aus wie Haut, aber besser. Schaut euch das mal an. Ich habe natürlich jetzt Pigment mit im Gesicht, aber ich finde, dass mein Porenbild, also mein Hautgesamtbild, aussieht wie diese gefotoshoppten Hochglanzmagazine, weil es so eine sehr, sehr ebene Porenstruktur ist. Wisst ihr, könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? Ich glaube, ich rede hier gerade so ein bisschen Stuss. Aber ihr seht hier, ihr seht die Unreinheiten und das sieht so ein bisschen ungleichmäßig aus. Mit dieser Foundation drüber, und ich habe wirklich nur ein bisschen benutzt, ist das Ganze extrem gleichmäßig. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Concealer mit drauf gemacht. Freunde, bilde ich mir das jetzt ein? Gebt mir bitte ein Feedback. Ich lade das Video in 4K hoch, falls ihr es so hoch gucken könnt am Fernseher oder so. Schaut es euch bitte in dieser Auflösung auch an. Also im Prinzip könnte ich jetzt so rausgehen, weil es fühlt sich nicht rutschig an. Es sieht extrem künstlich, also positiv künstlich aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin wirklich, wirklich verwirrt gerade. Ich glaube, ihr kriegt so ein bisschen mit. Es tut mir leid. Ich weiß aber nicht, was ich anderes gerade sagen soll. Ich mache jetzt mal mein Make-up fertig, ja? Und dann zeige ich euch nochmal das gesettete Ergebnis. Okay, Freunde, schaut euch das Ganze jetzt nochmal so halbwegs nah an. Jetzt nochmal extrem nah. Und so jetzt nochmal auf die normale Entfernung, wie ihr mich sonst sehen würdet. Also, ich bin gerade völlig verwirrt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so ein bisschen wie versteckte Kamera gerade, weil, also ihr habt meine Reaktion gesehen. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn für ein Quatsch? Weil, also in der Kamera fand ich, sah es schrecklicher aus als im Real Life. Es hat so ein bisschen weich gezeichnet. Ich habe mir aber was anderes vorgestellt. Logisch aber, dass das nicht alles abdecken kann. Jetzt, wo ich Make-up rübergegeben habe und ihr seht mein Hautbild, ich habe noch nie wirklich, und das ist nicht meine liebste Foundation, das war jetzt einfach eine, die hier stand, so ein ebenmäßiges und gleichmäßiges Hautbild gehabt. Und vor allen Dingen ein Porenbild. Man erkennt Struktur auf der Haut, es sieht trotzdem weich gezeichnet aus. Und wenn ich jetzt noch mit einem Setting Spray rübergehen würde, wow. Auch der Lipgloss, beziehungsweise dieses Lip Face Gloss, fühlt sich nicht an wie ein Gloss, sondern das fühlt sich auch so etwas silikonig an, obwohl kein Silikon mit drin ist. Die Lippen sehen aus wie frisch gepeelt und dann eingecremt. Wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? Auf der Haut, wenn man eine perfekte Haut hat und nur so einen leichten Glow haben möchte, klar, als Glossy Eyelid Trend, bestimmt. Mir persönlich als Highlighter reicht das nicht, aber ich bin ja auch Prime Glow Kit Highlighter-mäßig unterwegs. Diese Foundation, was auch immer es sein soll. Mich hat der Name so ein bisschen in die Irre geführt. Das Ergebnis ist fantastisch. Also, ich werde es die nächsten Tage noch weiter testen und bis es rauskommt, werdet ihr es bestimmt nochmal bei mir sehen. Ich wollte es euch aber einfach schon mal gezeigt haben. Ich glaube, dass das für jemanden, der eine sehr grobporige Haut, eine sehr unebenmäßige Haut hat, ein tolles Produkt für unter die Foundation sein kann. Ich glaube, dass man damit sehr, sehr viel machen kann. Ich werde das weiterhin ausprobieren. Ich bin extrem überrascht gerade, dass es am Ende dann trotzdem noch dieses Ergebnis bekommen hat. Na klar, mit Make-up drüber. Wow. Freunde, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Habt ihr davon überhaupt was mitbekommen? Interessiert euch das, dass diese Make-up und Skincare so langsam ineinander übergeht und wir Texturen entwickeln, die es so noch nicht gab und sehr innovativ sind? Dafür auf jeden Fall 100 Punkte an Becker. Innovation ist shaking. Ich bin gespannt, Freunde, was ihr zu dem Video sagt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.